Herzlich willkommen zu einem neuen Prüfstandstag aus der Halle 77. Heute sogar der 50. Prüfstandstag bei herrlichstem Sonnenschein. Mhm. Wir haben Bock und das richtig, weil ich sehe schon die ersten 5 Autos unten stehen. Das bedeutet keine Wartezeit. Man merkt, der Frühling kommt und wir wollen auch gar nicht lang reden. Die ersten 4 Autos sind Hecktriebler, habe ich schon gesehen. Das heißt, heute fangen wir erstmal rückwärts an. Also von hinten, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Jan wartet schon auf uns. Wir gehen direkt runter. Oh hier, fleißige Zigarettenpausen. Wir fangen mit dem BMW E46 an. Zu wem gehört der? Da, wo die Hand leuchtet. Erzähl mal was. Oh, Kennzeichen abgeklebt. Jetzt bin ich gespannt. E46 330 Clubsport. Prinzipiell alles original. Ja gut, Kennzeichen abgeklebt. Ich habe sie in Engschrift gekriegt und möchte es gerne auch behalten. Deswegen. Verstehe. 231 PS? Laut Serie eigentlich ja, aber... Was bedeutet das Clubsport? Was hat das auf sich? Das ist so ein Clubsport-Paket. Das hat damals kaum einer bestellt, weil es hat, glaube ich, an die 4.000 Euro Aufpreis gekostet. Da ist eigentlich nur von Fahrgaststelle zum Motorraum ein bisschen weniger Dämmung, dass man den Motor besser hört. Dann waren noch die Clubsportfelgen dabei und hinten der Spoiler. Und das war es dann eigentlich. Ist das alles denn noch verbaut an dem Motor? Alles noch dran, alles original. Also so ist das Original rausgegangen? Komplett original. Originalfelgen. Also original BMW? Genau. Den gab es beim Clubsport und ich glaube beim M3 gab es den als Option. Aber damals haben alle gesagt, der ist hässlich. Deswegen haben den nicht so viele bestellt oder beim Clubsport sogar abbestellt. Ich hätte jetzt echt gedacht, das wäre ein Zubehörspoiler. Nee, ich hätte jetzt auch gesagt, das wäre kein Original-Spoiler. Nee, der ist original. 231 PS haben wir schon lange nicht mehr auf dem Prüfstand gehabt, das weiß ich. In der Regel streuten die alle nach unten. Also ich kann mich an ein einziges 3-Liter-Modell erinnern. Das war ein Z4, glaube ich, der direkt von der Nordschleife hierher kam. Und das Auto hatte haargenau seine Serienleistung. Ja, ich würde sagen, wir fahren da drauf. Wir werden, da wir heute so viele Hecktriebler hier stehen haben, fahren wir jetzt alle rückwärts drauf. Das bedeutet auch frische Luft. Ja, heute ist ja noch frisch. Und dann wollen wir mal gucken, wie es losgeht. Also wir starten. Micha, darf man eigentlich Sitzposition verstellen? Weil, ja, guck mal, ich bin ja klein, ne? Aber ich muss den Sitz runter machen. Aber guck mal, auch viel Carbon, ne? Oder ist das so eine Optik? Ich glaube, das konntest du damals so bestellen. Also beim E46 Limousine, diese Leisten hier kannst du alle so rausklammern. Diese hier, diese und diese. Ich glaube, die ist dann nicht mehr so einfach. Bei einer normalen Limousine hast du hier oben noch Leisten, die konntest du alle wechseln. So, jetzt sitze ich auch besser. Ich saß sehr hoch. Soweit ist ja alles zum Auto gesagt. Ich glaube 231 PS. Ich bin gespannt, aber ich sag 217. Von innen ist schon schick. So schwarzer Dachhimmel finde ich ja, geil. Ja, stimmt. Ich weiß noch nicht, wegen der Lederfarbe hier. Finde ich gar nicht schlecht. Ich glaube, das ist Cognac, nennt sich das, glaube ich. Ich finde es gar nicht schlecht. Ich finde es auf jeden Fall besser als hier sehr helle Leder. Kennst du das? Nee, graues oder weißes Leder ist auch nicht so meins. Ah. Beige, naja, also Cognac-Farben finde ich zur Außenfarbe gar nicht schlecht. Ansonsten E46, ich glaube, das war natürlich abgesehen vom M3 die damalige Top-Motorisierung, 330 Clubsport. Ich weiß gar nicht, ob es die auch mit 6-Gang gab. Dieser hier hat 5-Gang. Guck mal, wir beginnen die Messung eigentlich bei Leerlaufdrehzahl und starten voll durch. Guck mal, der hat direkt Pfund, das finde ich gut und zieht auch sauber durch. Fühlt sich echt gut an. Also das muss ich sagen, das können BMW ja von unten raus bis oben raus. Monotones, also gleichmäßiges Leistungsband, soundmäßig ist hier drin sehr schlicht. Obwohl wir gehört haben, dass an Dämmung beim Clubsport gespart wurde. Ja. Dass man mehr Sound hat. Aber hier drin war jetzt nicht so, dass man sagen muss, das fliegst du weg, ne? Nee. Dann wollen wir mal schauen, was wir an Leistung haben. Wir wissen ja, leicht streuen sie immer nach unten. Wie viel? Schauen wir uns jetzt an. Oh. Ja, geht aber. Ja, finde ich gut. Gutes oben für diesen ersten Lauf, würde ich sagen. 3,30. Ich habe ja gesagt, die streuen immer leicht nach unten. Deiner streut gar nicht so leicht, also der streut wenig. 225 PS, 291 Newton. Sehr, sehr gut. Wirklich. Ich habe mir schon gesagt, wenn er 220 hat, bin ich schon zufrieden. Ich wäre es auch eigentlich kann man fast sagen, mit 210 PS jetzt schon fast zufrieden sein müssen. Aber ey, der läuft wirklich top, sieht auch top aus, gibt es nichts groß zu meckern. Nochmal ein Aufkleber zu und was wir jetzt eine Neuheit haben, also Neuheit hört sich ein bisschen übertrieben an, aber ich habe gesehen, du kommst aus Stuttgart, richtig? Bist du für eine Leistungsmessung jetzt hierher gekommen, aus Stuttgart? Ja. Krass. Guck mal hier, du bekommst von uns jetzt ein Pünktchen.
Jetzt weiß ich, was Daniel meinte. Marco, das ist gar nicht so einfach mit den Punkten. Problem ist, das ist Alu-Dibond, da hält auch kein Magnet dran. Und eine Stecknadel kannst du da auch nicht reinstecken. Guck mal hier, du kriegst jetzt ein rotes Pünktchen. Oh, du hast Handschuhe an, das ist natürlich bei der Kälte schlecht. Du darfst jetzt hinkleben, von wo du kommst. Das werden wir machen für die Leute, die von weiter weg kommen. Das ist immer mal ganz interessant, dass wir mal später sehen, von wo du kommst. So, also direkt aus Stuttgart. Du kommst direkt aus der Mitte von Stuttgart? Prinzipiell aus dem östlichen Teil, aus Obertürkheim. Dann klebe ich den mal hier so an die Kante, weil da könnte ungefähr Obertürkheim sein. Ja, da müssen wir uns noch mal was einfallen lassen, wie wir das einfacher machen können. Der erste rote Punkt klebt. Ja, ich danke dir fürs Kommen, wünsche dir eine gute Heimfahrt und danke fürs Zeigen deines Autos. Gerne gemacht, Dankeschön. Omega B, MV6, 3 Liter meine ich waren das, 2,5er gab es auch mit 170 PS, das meine ich war MV6 mit 211 PS, 270 Newtonmeter, hier wird die Übersetzung angezeigt, dritte Gang, oh guck mal, sehr gut, das ist ja ein Automatikgetriebe, und da wissen wir, dass wir im dritten Gang messen müssen, genauso mache ich es nämlich auch immer, auch ohne diese Übersetzungstabelle, weil der vierte hier viel zu lang ist. Sehr interessantes Auto. Sieht man auch nicht mehr so oft, diese Omega Bs. Mittlerweile werden die auch alt. Und die sind ja oft, muss man leider so sagen, dem Opel Gold zerfallen. Und dieser hier sieht echt sehr, sehr gut aus. Wir gehen mal zum Besitzer. Sieht man auch nicht mehr so oft, habe ich gesagt, so ein Omega B. Ne? Ja, die werden halt immer seltener. Ne? Ja, weil sie leider auch oft dem Rost zerfallen sind, habe ich gesagt. Und deiner, habe ich gesehen, ist jetzt von Steinmetz umgebaut. Und er scheint aber wirklich das komplette Paket damals bekommen zu haben. Ja, bis auf hinten, also die Lippe hinten hat er gekriegt gehabt. Die ist aber wohl irgendwie abhanden gekommen. Also ist eingetragen, ist im Schein, ja, aber ist weg. Hast du den so übernommen? Ich habe den so übernommen, ja. Da scheint ja wirklich alles von Steinmetz dran zu sein. Genau, ne? Der ist 96 so vom Band gelaufen, nach Opel gekommen und wurde da direkt umgebaut auf Steinmetz. Was ich gesehen habe, auf dem Tacho stand, der hat 59.000 erst gelaufen. Nein, das ist ein neuer Tacho reingekommen. Ah, okay. Weil jetzt hätte ich gesagt, das ist ja auch super selten. 211 PS mit Automatikgetriebe. Spürst du diese 211 PS? Ja, also 200 schätze ich mal um den Dreh. Das ist schwierig zu sagen. Richtig, weil ich finde, das ist mein persönlicher Eindruck, die Automatik finde ich sehr, sehr träge bei Opel. Also die schluckt unheimlich viel Leistung. Ich weiß gar nicht, ob es dieses 211 PS Modell auch als Schalter gab. Ich meine nicht. 170 PS weiß ich gab es als Schalter, ja, den habe ich gehabt, das waren 2,5er. Der fuhr als Schalter gar nicht schlecht. Der 3 Liter, bin gespannt. Wie gesagt, noch nie gemessen, wir messen jetzt einfach mal. Was ich echt cool finde, muss ich ja mal sagen, das komplette Steinmetz-Paket, so wie es hier steht, Auspuff, Felgen, Schweller. Also das Auto scheint echt mal eine Auslieferung zu sein, was wirklich vollständig ist. Also das habe ich so noch nicht gesehen. Das sieht echt schick aus, ja, ne? Also muss man sagen, wenn man einen Omega B mag und sich für die Form entschieden hat, sieht das Auto echt schick aus mit dem ganzen, ich sag mal, typischen Tuning von damals. Perfekt. Dieses Auto ist ein Musterbeispiel, was man als Automatik nicht messen kann. Echt nicht? Ja, ich zeig dir gleich warum. Also wir können es messen, ist gar kein Problem, aber wir können hier wirklich nur die Radleistung ausgeben. Wir machen jetzt mal, wie immer, wir wissen ja aus dem Zettelchen, also die Übersetzungstabelle, nochmal ganz wichtig. Man sollte möglichst nah der 1er Übersetzung gehen. Hier haben wir den dritten Gang, der ist 1 übersetzt. Also perfekt für die Messung. Fangen wir natürlich unten an bei der Automatik und rollen uns langsam vor bis in die 1, die 2 und die 3. Jetzt haben wir die dritte Fahrstufe drin. Wir sind bei Drehzahl, ich sag mal knapp 2000 Umdrehungen. Wenn wir jetzt Vollgas ruckartig geben würden, würde er runterschalten. Das wollen wir vermeiden. Also, für dich ist gleich wichtig, was ich zeigen will, wenn wir in der Höchstdrehzahl sind, kuppeln wir aus auf neutral. Ja. Das werde ich gleich machen und ich zeige dir dann gleich mal, dass er gar nicht auskuppelt sofort. So, okay. Wir gehen jetzt in die Messung, dritte Gang, beginnen bei 2000 Umdrehungen. So, das ist volle Pulle. Und jetzt gehen wir bis zum Drehzahlbegrenzer. Aus. Wir sind auf neutral und er ist immer noch im Gang. Er ist immer noch im Gang. Jetzt hat er ausgekuppelt. Das heißt, der schleppt den Gang die ganze Zeit mit und der Wandler gibt die Kraft nicht frei. Somit bleibt der Gang drin und er geht im Gang. Also so, als wenn ich den Kupplungen loslasse und gehe einfach nur vom Gas beim Schaltgetriebe. Und er kuppelt nicht aus. Und das gucken wir uns jetzt zusammen auf dem Diagramm an, wie das dann aussieht und wie das Messergebnis dadurch deutlich verfälscht wird. Ja, wir haben 273 PS.
Und jetzt seht ihr das, das würde ja bedeuten, dass hier bei 4800 Umdrehungen der Turbo gezündet wird. Ganz oft sehe ich bei Prüfstandsläufen, das ist das zum Beispiel, was ich immer kritisiere, viele Prüfstände zeigen es aber auch nicht an, wenn die Verlustleistung vom Rad nicht gezeigt wird. In dem Falle seht ihr auf einmal, wow, hier steigt die Verlustleistung und das ist das, was ich sagte, das Getriebe kuppelt nicht aus, weil es eine Automatik ist. Wenn ich die Kupplung drehe, ist der Gang ja getrennt und hier lässt der Wandler nicht los. So sieht das Diagramm dann aus. Und jetzt könnt ihr sagen, ich habe einen von Steinmetz, einen frisierten R273 und über 300 Newtonmeter. Nur den Turbozündung, die merke ich nicht. Wenn du das jetzt hier wegmachst, könnte das ja so aussehen. Ja. Technisch gesehen ist es möglich. Jetzt zeige ich euch aber mal die Radleistung. Da sieht das Diagramm nämlich dann so aus, wie es sein soll. Motor dreht hoch und verliert obenrum wieder seine Leistung. Und jetzt haben wir das Problem, das ist das, was an der Hinterachse am Rad abgegeben wird. Wir können jetzt das Einzige, was wir machen können, um das Ganze mal interessant zu machen. So, wir gehen wieder auf die Motorleistung und schauen uns die Verluste an, wo wir hier sind. Jetzt gehe ich mal auf Analyse. Wir haben hier eine Verlustleistung von 34 PS. So, jetzt müssten wir das uns ungefähr hoch, die Tabelle also weiterziehen. Jetzt müsste ich irgendwas Gerades haben. Jetzt wird es abenteuerlich. Hier wären wir bei 6000 Umdrehungen oder 5800 von 50 PS. Das bedeutet, wir haben gesagt bei 5800, hier haben wir eine Motorleistung von 267 PS. 50 PS aufrechnen, haben wir gesagt, bei 5800 Umdrehungen. Jetzt nehmen wir die Radleistung. Ach, guck mal, das trifft sich gut. Bei 5,8 ist die höchste Leistung plus 50 PS sind wir bei 217 PS. Ja. Und 211 soll er haben. Ist realistisch. Also sprich, unser Motor hat Leistung, lässt sich radleistungstechnisch perfekt messen und die Verlustleistung müssen wir jetzt grob schätzen. Es ist einfach so. Ich kann es euch halt nicht haargenau zeigen. Wenn ich es jetzt, ich sag mal, einfach wegschneide bis 4800 Umdrehungen, um zu sagen, okay, dann schneid doch einfach hier weg. Kann ich mal machen, um das mal zu zeigen. 4800 Umdrehungen. Nee, hätte ja zu wenig Leistung, oder? Ja, werden wir jetzt sehen. Seht ihr, sind wir am ansteigenden Ast von, bei 4800 Umdrehungen hat er definitiv eine Motorleistung von 185 PS. Also ich glaube, das ist gar nicht so unrealistisch, dass dieser Wagen 217 PS hätte. Ja, ich glaube, du hast es so ein bisschen mitbekommen. Ich versuche die Erklärung hier nochmal kurz zu fassen. Im Auto haben wir jetzt eine Radleistung ausgerückt. Eine Radleistung hast du knapp 170 PS, 224 Newtonmeter am Rad. Wir haben es gerade so ein bisschen ermittelt. Also ich sage, der Motor hat auf jeden Fall einen Ticken mehr Leistung, was auf jeden Fall realistisch für mich ist, weil der Motor läuft auch echt sauber hoch, alles top. Aber dein Auto war ein Vorzeigemodell, wie es halt leider nicht messbar ist mit einem Automatikgetriebe. Und das ist ganz oft auch das Problem, Mercedes, BMW, die kuppeln halt nicht sofort aus und dann erscheint, ich sag mal, ein verfälschtes Ergebnis. Aber trotzdem hoffe ich, bist du zufrieden. Ja, auf jeden Fall. Du weißt ja was und wie gerade 50 PS kannst du circa auf die maximalste draufrechnen, wärst bei ungefähr 218 PS. Ich gebe dir jetzt hier mal einen knibbeligen Aufkleber. Du kommst aus Soest, sehe ich. Du darfst ihn auch selber aufkleben. Ich sag mal so, es ist nicht so weit weg von Dortmund. Jetzt wird es natürlich schwer, ne? Was sagen hier so? So weit weg, meinst du? Ja, weiß ich nicht. Ich spreche schon das Kassel. Könnte ja auch schon Paderborn sein, ne? Wo ich gerade... Also hier so? Klipp einfach irgendwo hin. Das passt schon. Geografisch bin ich nicht der Beste. Ja. Danke dir fürs Kommen. Viel Spaß. Komm gut heim. Danke. BMW E34. Hinten drauf steht, glaube ich, 520i. Könnte 150 PS sein oder 129 PS, der kleinste Sechszylinder bei BMW, aber wir fragen einfach mal. Was für ein Motor steckt da drin? 520 steht hinten drauf. Das war ein 24V, also 150 PS. Ja. Jetzt ist da ein 2.8er aus dem E36 drin. Aus dem E36 ein 2.8er, die haben 192 PS, richtig? 193. Also der Motor wurde auch im E36 verbaut. Ich habe den aus dem 7er, der hängt am Automatikgetriebe. Ja. Habe jetzt ein leichtes Einmassenschwungrad dran, deswegen klüngelt der wahrscheinlich auch gleich unter dem Drehzahlbereich. Also Motor war komplett Serie gelassen? Eine M50 B25 Ansaugbrücke und halt vom M50 TU das Ölfiltergehäuse und den Ventildeckel, damit das ein bisschen serienmäßig aussieht. Können wir das mal zeigen? Ja. Das würde ich gerne machen. Ich höre das ja ganz oft, BMW, andere Größen, Ansaugbrücke, Software angepasst. Und ich muss dazu sagen, ich wüsste nicht mal, woran man es erkennt. Den würde ich mir gerne mal, oder ihr zeigt es mal. Oh, ich glaube doch, die originale Ansaugbrücke ist ja aus Metall, glaube ich, ne, erstmal. Nee. Ist die immer schon so? Viel dünner. Ah, okay. Und die ist irgendwie allgemein sehr spargelig und der Sammler ist auch dünner.
Was sind denn so die Angaben, was dieses Tuning bringen soll? Mich interessiert immer, was man munkelt, und wir messen ja jetzt, was Phase ist. Ja. Aber was wird denn gemunkelt, was dieser Umbau bringen soll? Bringen soll mit Software 220 bis 230 steht im Netz, aber mit 210 wäre ich völlig zufrieden. Also 192 oder 193 PS. Ja. Und ganz oft wissen wir gerade Thema E36, die älteren Generationen haben immer ihre Serienleistung. Ganz oft sehe ich diese Umbauten und die Leute sind unzufrieden. Ich bin wirklich, wirklich gespannt. Jetzt haben wir es ja mal gezeigt, ob wir denn auch mal eine deutliche Toleranz nach oben sehen. Wie hoch können wir den drehen? Bis 7000. Also 7000. Software ist darauf abgestimmt, hat auch einen Fächerkrümmer, ist alles in Verbindung. Ja. Ich bin gespannt. Das wird eine interessante Messung. Wir messen. Ja, jetzt mal interessant, diese Umbauten hören wir ja wirklich öfter. Ja. Also wirklich schon oft gehört mit der Ansaugbrücke, Software angepasst, Drehzahlerhöhung. Wir drehen den gleich bis 7000 Umdrehung. Was das Ganze alles bringt, zeigen wir euch gleich im Diagramm. Hier merkt man übrigens sehr knackige Schaltung. Wir haben gerade gehört, Sintermetall. Dann glaube ich auch Schaltwegsverkürzung. Weil guck mal, wie viel Weg wir nur zurücklegen. Aber auch sehr wirklich hakelig. Also das Geschmackssache. Vierte Gang ist drin. Wir beginnen typisch BMW bei knapp Leerlaufdrehzahl und let's go. Ich finde, hier merkt man, der läuft so unregelmäßig hoch. Das letzte Stück, ich weiß nicht, ob du das gemerkt hast, alles so in dem roten Bereich wirkt für mich so ein bisschen träger. Okay. Und das gucken wir uns jetzt mal im Diagramm mal an und vielleicht können wir es da ein bisschen beschreiben. So, jetzt wollen wir uns das Diagramm zusammen anschauen. Da sind wie diese kleinen Wellen drin. An sich sieht das gar nicht schlecht aus. Drehmoment sehr gut bei 4200 Drehung. Leistung, haben wir auch eine Mehrleistung, definitiv. Aber guck mal, ab 6000 oder ab 5800 fällt das auf jeden Fall leicht ab. Und wir haben ja bis 7 gedreht. Aber so viel Aufwand für 10 PS? Ja, Saugertuning ist teures Tuning. Früher hat man immer gesagt, pro PS 100 Mark. Erste Frage, die ich habe, ist eine gute Frage, die du gerade gestellt hast. Wie viel Geld hast du ungefähr investiert? Weißt du, hast du das alles selber umgebaut? Ja, für den Motortuning. Was hat das alleine Motortuning? Wie viel Geld hast du ungefähr in der Hand genommen? Der Motor hat mich 1000 Euro gekostet. Ja gut, den Motor braucht man ja um die 192 PS, 193 PS. Schwungrad und sowas hat 800 gekostet. Mhm. Die Ansaugbrücke 400 Euro. Der Fächerkrümmer 250 Euro. Und die Softwareanpassung? 300, glaube ich. Wurde die Softwareanpassung auch im Prüfstand gemacht? Nein. Ich glaube, man kann Leistung rausholen. Erstmal halte ich nicht auf die Folter. Du hast 203 PS. Okay. Aber guck mal, von 6.000 bis 7.000 baust du Leistung ab. Und ich könnte mir vorstellen, dass man da vielleicht sogar ein bisschen Leistung surieren kann. Das auf dem Prüfstand mit einer Feinabstimmung. Okay. Ich glaube, möglich ist das. Ich kann mir vorstellen, dass auch 210, 215, 220 PS möglich sind. Ich glaube, das muss wirklich fein abgestimmt werden, weil jedes Sauger-PS, das seht ihr bei uns ganz oft in den Folgen, bei ganz vielen Videos. Wir haben es bei Michas Auto, bei zig Autos getestet, beim Ralf sein Coupé. Es ist wirklich ein feiner Grad, da 3-4 PS zu finden. Mhm. Aber ansonsten solltest du zufrieden sein, weil du hast eine Mehrleistung. Das ist auf jeden Fall schon mal positiv. Einmal Diagramm und dein Aufkleber. Und danke. Woher kommst du? Aus Ostholstein, Bad Schwartau. Da oben bei Hamburg. Also unter Hamburg ist das... Nee, da über. Hier irgendwo, ja, genau. Bin ich hier richtig? Ja, weiter links. Das ist an der Ost... oder rechts. Aber Bad Schwartau kenne ich auf jeden Fall. Da gibt es ein Kino, da war ich schon öfter. Ich glaube hier irgendwo. Ich habe in Erdkunde nicht so gut aufgepasst. Sehr gut, dankeschön. Komm gut heim damit. Jo. Ja, Micha, jetzt komme ich um meine englischkenntliche Nissan Skyline, das weiß ich. Der Rest bin ich raus. Ich habe gerade schon vom Sven gehört, der wusste irgendwie, was das ist. Irgendein GT. Was mir auffällt, der Wagen hat 4 Türen. Ich glaube, das ist eher ungewöhnlich. Am besten, wir fragen mal einen Besitzer. Ach, guck mal, da steht es auch dran. Skyline GT? GTS-T, also GTS 25T, 2,5 Liter Turbomotor, ja. 24 Ventile. Also ein Sechszylinder. Richtig, ein Sechszylinder hat laut Papiere 245 PS, 5 PS weniger als der Schaltwagen. Ist das Auto komplett Serie? Der ist bis auf den Auspuffanlage Serie.
Eine Automatik hatte ich noch nie auf dem Prüfstand. Also da bin ich mal gespannt, wie sich die auskuppeln lässt. Wir hatten gerade das Musterbeispiel bei dem Omega. Ja. Der hat einen Overdrive, glaube ich. Richtig. Das bedeutet, der Wagen, wenn der serienmäßig ist, fährt der, glaube ich, nur 180 oder sowas. Richtig. Ne? Ist das noch drin? Das ist noch komplett einprogrammiert, ja. Das heißt also, wenn wir den Overdrive rausnehmen, schafft er denn die 7000 Umdrehungen in dem letzten Fahrstufe? Ja. Ah, okay, super. Das ist ja ganz wichtig. Und dann einfach nach vorne schieben zum Auskuppeln, das sollte also klappen. Ja. Oh weia, da bin ich gespannt. Automatik, da bin ich immer selber so ein bisschen... Dann noch so ein Exot, ne? Wollte ich gerade sagen. Gewöhnt man sich, gerade schon gefragt, gewöhnt man sich schnell an das Rechtssitzen? Ich habe da ungefähr eine Woche gebraucht für. Und das ist dein Alltagsrenner? Ja. Wie kommst du zu so einem Auto? Japan-Szene, Kumpel von mir hat ein Evo 7 aus Japan, aus England importiert. Und mir gefiel halt die Japan-Szene so ein bisschen. Habe ich mir den 2020 in Japan bestellt. Also es ist also wirklich auch ein Japan-Import, der kam nach Deutschland, richtig. Du musstest TÜV machen etc., alles machen. Alles pp. Hat sich das gelohnt vom Preislichen her, indem wenn man, anstatt dass man einen Deutschen hier kauft, also der schon importiert wurde? Ja, auf jeden Fall, weil die sind sehr selten, die Viertürer. Da gibt es, glaube ich, handvoll in ganz Deutschland verteilt. Die Coupé-Version, die kannst du besser in Deutschland kaufen, weil die mittlerweile in dem 40.000er-Bereich liegen. Bezahlt habe ich 8.700 Euro bis Bremerhaven. Das ist echt günstig, ne? Also da hast du ja dann doch Stäbchen gemacht. Und die ganze TÜV-Geschichte, was hat das gekostet? Das waren nochmal so 1.500. Alles komplett. Und wie war die Kommunikation zwischen Japan und dir? Da gibt es einen Deutschen, der in Japan lebt. Und der macht auch den Import. Und das funktioniert alles super? Ja, super. Also du bist zufrieden mit der Ablenkung gewesen? Das ist das Wichtigste. Ja. Ich hoffe, du bist zufrieden mit deiner Leistung und ich mit der Messung, wie das hinhaut. Werden wir sehen. Probieren. Ja, Micha, wie ist das? Oh, das ist sehr ungewohnt. Hier wieder ausgedruckt. Dritte Gang ist wieder eine 1:1 Übersetzung. Sehr geil, können wir uns schon mal merken. Aber hier zum Beispiel haben wir ein anderes Problem. Wir haben ja hier wieder ein Automatikgetriebe. Hier an der Seite siehst du einen Overdrive-Knopf. Das heißt, er schaltet nicht in die vierte Fahrstufe und bleibt in der dritten Fahrstufe. Funktioniert auch ganz gut. Aber passt mal auf, was wir jetzt machen. Ich habe jetzt extra mit Warmlauf. Also wir machen jetzt nicht zwei Läufe, sondern mit Warmlauf. Wir schalten von dem ersten in den zweiten. Zack, macht er auch in die dritte Fahrstufe. So, jetzt weiß ich ja, jetzt könnten wir noch keinen Vollgas geben. Guck mal, ich gebe nur ein bisschen Gas. Und jetzt gebe ich Gas. Wie ist auch immer, schaltet er schon runter. Egal was ich mache und drücke, ich darf nicht mal Vollgas geben. Das ist keine Kickdown-Raste, sondern jetzt 3000 Umdrehungen. Ich gebe ein bisschen Gas. Dann funktioniert es. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel vor der Kickdown-Raste Gas geben. Wieder mal gucken. Dann schaltet er natürlich wieder im zweiten Gang. Deshalb schwierig zu messen. Aber Sound ist geil. Ja, ne? Sound ist einfach geil. Dieses Auto als Linkslenker mit Schaltgetriebe. Ich muss zugeben, ich würde ein bisschen weich werden. Echt? Ja. Was ist das für dich? Muss ich zugeben. Das ist halt so richtig Japan-Style. Das ist ein Japan-Style für mich. So, erste Fahrstufe. Zweite Fahrstufe. Dritte Fahrstufe. So, jetzt beschleunigen wir langsam hoch und ab 4000 geht volle Pulle. So, das ist volle Pulle, mehr kann ich nicht drücken. So, auskuppeln, wir haben bis 7 gedreht. Auskuppeln, er braucht so einen ganz kleinen Moment, bis der Wandler loslässt. Aber funktioniert besser, wie auf jeden Fall als beim Omega. Jetzt schauen wir mal, was wir an Leistung haben. 245 PS soll er als Automatik haben. Das gucken wir uns jetzt an. Wollen wir so einen kleinen Sound nochmal checken? Mann? Ja, komm mal. Ich drücke mal aufs Gas, komm ja gut dran. Na, ist geil. Das ist echt geil. Das klingt wirklich geil. Da gibt es direkt Gänsehaut. Das ist sehr gut. So, jetzt wollen wir mal gucken, was wir hier an Leistung haben. Aha, guck mal, da ist es. Man kann es gut messen, aber siehst du diesen Buckel? Ja. Das ist wieder da, wo die Automatik sich ausklingt. Wir gehen mal wieder auf Radleistung. Aber da sehen wir, dass bei 6,9 auch die höchste Leistung ist. Am Rad kommt 192 PS an. Ich glaube, die Amerikaner oder die Amis, bei Supras zum Beispiel, gibt es eh nur die Angabe Real Power. Also das spricht, da haben wir nur eine Radleistung. Da wird das Diagramm, so wie es jetzt ist, ausgerückt, dass du hast 192 oder 193 PS Real Power. Wir machen es natürlich hier Motorleistung. Wir müssen aber jetzt diesen Zacken hier wegschneiden. Wir wissen ja, bei der Drehzahl haben wir die höchste Leistung. Und dann haben wir 233 PS. Ich sag euch, es müsste ungefähr 200, also ich denke so 235 PS sein.
110 PS unter Serienleistung, völlig okay, ne? 245 PS sollen die haben, richtig? Ja. 235 würde ich sagen hat er. Wir müssen aber jedoch bei der höchsten Drehzahl was abschneiden. Ich habe dir aber so typisch Ami mal die Radleistung ausgerückt und da hast du 193 PS am Rad und 221 Newtonmeter. Ja. 258 am Motor, also knapp 260. Und ich sagte, er liegt vielleicht 10 PS unter der angegebenen Leistung, was völlig okay ist. Ja. Und soundmäßig ist das eine Granate. Ne? Also muss ich ja zugeben. Geworden. Nee, zu laut finde ich es gar nicht. Ich finde es nicht aufdringlich, aber der Sound, der Motor klingt einfach geil. Ober geil. Dankeschön. Super. Ich danke dir fürs Kommen. Wie gesagt, du hast beide, einmal Radleistung, einmal Motorleistung. Wunderbar. Du kommst aus Duisburg und ich habe schon gesehen, mit dieser Aufklebergeschichte, ihr seht, das dauert sehr lang, wo Duisburg ist, wissen wir ungefähr, das ist hier relativ in der Nähe, sind glaube ich 75 Kilometer. Ja. Danke dir fürs Kommen, komm gut nach Hause und viel Spaß noch damit. Dankeschön. Ja, der VW Kübelwagen, Typ 181, glaube ich, heißt er. Irgendwoher kennen wir den, ne? Mhm, aber der ist schmaler als unser, ne? Der ist schmaler, der ist halt auch original. Noch nie auf dem Prüfstand gehabt. Ich muss dazu geben, unseren Kübel haben wir auch noch nie auf dem Prüfstand gehabt. Aber sehr, sehr, sehr interessantes Auto. Der Besitzer des Autos war letzte Woche schon bei uns mit einem VW Käfer. Und heute hat er uns einen Kübel mitgebracht. Kübelwagen 181, das weiß genau. ich. Genau, ist ein Ziviler, also die Farbe heißt Efeugrün. Ist also ganz selten, weil die meisten sind ja zur Bundeswehr gegangen. Da gibt es nur noch zweistellig von, in Zivil und die meisten vom Katastrophenschutz. Und das ist einer... Der lief wohl mal bei einem Jäger, also beim Sauermachen habe ich noch eine Patrone gefunden von einem alten Jagdgewehr aus den 70er Jahren. Geil. Ich habe jetzt schon viel machen lassen. Der Motor ist noch überholt worden vor 2000 Kilometern. Und der Motor hatte vorher, ist ein 1600er, aber der hatte Muldenkolben, weil der dann mit 87 Oktan fahrbar war. Ja. Und da sind jetzt aber normale Kolben reingekommen, also er könnte bis zu 50 PS haben. Was sollte er normal haben, sagtest du? 44. 44. Sind das 1500er, 1300er? Die ersten hatten 1500 und das ist sozusagen die zweite Generation und der hatte den 1600er schon original. Mit 44 PS. Cool. Was ich interessant finde, jetzt sehen wir endlich mal, wie das Original aussah. Ist das offen, ja, ne? Yeah. Wenn wir in unseren Kübel hinten reingucken, wissen wir, da gucken wir nicht. Oh, das sieht aber auch gut aus. Also das muss man ja auch mal zeigen. Das, boah. Also ich glaube, neu hat das nicht besser. Ich glaube, neu hat das schlechter ausgesehen. Wahrscheinlich. Neu, wo das mal neu war, hat das definitiv schlechter ausgesehen. Weil ich glaube, die Bleche waren nicht schwarz gepulvert oder lackiert. Galvanisiert heißt es, glaube ich, ne? Genau. Oder gelb verzinkt. Geil. Das sieht echt schick aus, ne? Was ist das denn? Das ist dieser sogenannte Blaze Cut Feuerlöschschlauch. Also da ist ein Gas drin und wenn der Schlauch schmilzt, irgendwie bei 140 Grad, glaube ich, irgendwie natürlich höher als die Motortemperatur, dann platzt der und dann erstickt der das Feuer. Ist bei Luftgekühlten angebracht. Ich habe letztes Jahr mal so mitgezählt bei allen Foren. In Facebook sind ungefähr 10 Bullis und Käfer allein in Deutschland abgebrannt. Das kann man extra kaufen für Käferfahrer? Für Autos. Ja, also für Autos. Ist genau. Quasi, wenn das heiß wird, platzt und da drin ist eine Flüssigkeit oder irgendwas drin, was das Feuer ersticken soll. Genau. Und ich habe das jetzt, weil da kein Platz ist, an der Haube sozusagen montiert. So ein bisschen tricky mit so Schlauchschellen. Nicht schlecht. Idee finde ich gut. Also ja, auf jeden Fall. Gibt ganz viele, ich sag mal, ich habe es oft bei unserem Käfer gelesen, dass der Kraftstofffilter, also hier ist ja unsere Kraftstoffverschlauchung, dass der Kraftstofffilter niemals in dem Motorraum sein sollte. Hat man früher so gemacht, heutzutage bei alten Oldtimern. VW Polo fällt mir spontan ein, KDC, überall sind die Kraftstofffilter immer im Motorraum, das ist halt so. Aber interessant, dass wir das mal zeigen konnten und das auch sehr interessant, kannte ich nicht, also sehe ich heute zum ersten Mal. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, bei unserem Kübel ist hier hinten der Auspuff drin. Guck hier, so sieht es wirklich serienmäßig aus, jetzt sehen wir es mal, rechts und links kommt der Auspuff raus. Und bei unseren kommt ja der Auspuff nur hier raus, aber ich kann euch verraten, so viel schon mal gesagt, das Auto steht schon beim Daniel und da wird gerade ein Auspuff gebaut. Ich würde sagen, wir messen den jetzt mal. Also du sagst, ab 44 PS könnte er irgendwas haben. Meine Werkstatt sagt 50 PS. Sollte er haben. Haben wir beim Käfer, was hatte der letzte Woche? Ich habe schon wieder vergessen. 54,8, das war die gleiche Werkstatt. Also mal gucken, ob sie einen guten Job gemacht haben. Ich bin gespannt, wir messen. Mia, was sagst du?
Das ist ein sehr krasser Kontrast zu gerade, oder? Minimalistisch. Und ihr habt gehört, dieses Auto ist nicht zu Bundeswehreinsätzen gefahren, sondern wahrscheinlich hatte es ein Jäger oder Förster. Aber der hat wirklich noch ein Top-Dach drauf. Also das, ich glaube, das ist mehr als perfekt. Meistens sieht man diese Kübelwagen hier nur immer irgendwie ohne Verkleidung, nur mit dieser Frontscheibe. So ist natürlich geil. Jetzt fragt sich, was ist cooler? Ein Kübelwagen mit einem Serienmotor oder so ein Kübelwagen oder ein Typ 181 mit kompletter Ford Mondeo-Technik? Na, beides sehr cool. Eigentlich. Beides ist geil. Dieses Auto finde ich Stil. Also das ist wirklich stilecht. Aber achte mal drauf, dass ja alles Käferpedale hier. Das ist alles im Prinzip VW Käfer. Ich glaube sogar die Bodenplatte müsste, ne, die gleiche nicht sein. Ich weiß es nicht. Da kenne ich mich gar nicht aus. Aber achte mal auf Geräusche jetzt hier drin. Wir messen den ja auch im vierten Gang. Übrigens kannst du da dann Tacho und Drehzahlmesser filmen, weil hier funktioniert nichts, weil der Tacho wird beim Kübel oder Käfer über die Vorderräder angetrieben. Wir starten die Messung bei 1500 Umdrehungen circa. Let's go! So, wir fahren jetzt, müsst ihr vorstellen, Tempo 80, 100 km/h, es wird dann schon laut hier drin, ne? 125 und bei 130 steigen wir auch raus. Und jetzt habt ihr gehört, wie dominant laut hier der Motor drin ist. Also damit würdest du auch nicht bis nach Berlin oder so fahren, oder? Schwierig. Aber früher im Wald oder so für Förster war das, glaube ich, das perfekte Auto. Weil ich glaube auch, dass dieser hier sehr geländegängig ist, weil er ein Sperrdifferenzial hat. Aber das fragen wir gleich alles mal am Besitzer. Ich glaube, das Auto, dem Aufkleber nach, ist es 1970. Man kann es doch auf der Heckscheibe erkennen. Ja, ein geiles Auto. Ich glaube auch noch nie auf dem Prüfstand gehabt. Da werden wir auch wahrscheinlich nicht so oft auf dem Prüfstand haben. Obwohl es gibt viele Umbauten mit Porsche-Motor und so, mit richtig Schub drin. Aber ich glaube, da machst du auch das Höschen voll. So, Angabe ist, von 44 bis 50 PS gab es diese Motoren. Wollen wir mal schauen, was der hier hat? Oh, liegt im guten Mittelfeld. Was schätzt du? Ich habe schon ein bisschen gehört, irgendwas in der Mitte. Ja, 47,3, 92 Newtonmeter. Der Käfer war deutlich stärker, ne? Aber ist eigentlich vom Prinzip der gleiche Motor? Der Vergaser gleiche Motor, alles? Aber der Vergaser ist ein anderer. Der ist ein bisschen kleiner, ne? Genau, der ist auch original, deswegen habe ich schon gedacht, das können keine 50 werden. Aber auch wieder sehr sauberes Bild. Also es sieht drehzahlmäßig und sowas, also der Lauf gut aus. Aber du sagtest, es wird sehr laut im Auto, ne? Das habe ich gerade gehört. Also wenn man 130 fährt, ist das schon da drin kaum noch auszuhalten. Es gibt ja keinerlei Dämmung, nirgends. Also alles Blech haben wir ja vorhin auch im Motorraum gesehen. Wofür, ich habe das schon mal gesagt, bei unserem Kübelwagen, ich habe immer noch nicht ganz verstanden, wofür wurde der eigentlich mal wohl entwickelt? Das ist ja der Nachfolger des DKW Munga und der wurde für die Bundeswehr entwickelt. Ist aber, und da sind Bauteile dran von allen Autos aus der Zeit. Die Rückleuchten sind vom T1, die Hinterachse ist vom T1, das Fahrgestell ist vom Karmann-Ghia, deswegen ist er ein bisschen breiter als ein Käfer. Und die haben alles genommen, was sie da hatten. Gut, dass du das nochmal erzählst, weil ich habe gerade schon gesagt, die Bodenplatte passt, also ist nicht käferidentisch. Genau, die ist breiter. Die ist breiter, weil es Karmann-Ghia ist. Genau. Und der war, so wie er hier steht, auch teurer als ein Käfer Cabrio. Also das war auch der Grund, wieso zivil nur so wenige Stückzahlen verkauft wurden. Und geländegängig ist er ja nun mal auch nicht besonders. Also er hat ja keinen Vierradantrieb. Und da gab es ja auch schon Land Rover und sowas. Also als Jäger hätte ich mir wahrscheinlich so ein Auto damals auch nicht gekauft in den 70er Jahren. Ich habe gerade noch gesagt, der ist gut geländegängig. Ne? Ja, bitte da. Aber der hat, glaube ich, ein Sperrdifferenzial. Ne? Genau, das ist auch ganz selten, hatten die Bundeswehrkäfer nicht. Ist aber auch sehr defektanfällig. Also wenn das mal kaputt geht, muss es raus, weil es auch keine Teile mehr dafür gibt. Das jetzt aber aktuell noch verbaut? Das funktioniert noch, genau. Toller Zustand, tolles Auto. Ich kann nur sagen, danke, dass du mit beiden Fahrzeugen mittlerweile hier warst. Ja, sehr schön. Dann wünsche ich dir eine gute Heimfahrt und viel Spaß noch damit. Genau. Golf 3. Vom Gefühl her würde ich sagen, könnte es ein GT-Spezial sein. Woran erkenne ich es, Micha? Oh. Nicht an den vorderen Sitzen zum Beispiel. Das ist Color-Konzept. Aber die hintere Rückbank, ich meine, das war GT oder GT Spezial, diese Musterung. Wir fahren am besten. Was für ein Grundmodell ist das oder war das? Normaler Golf 3 CL mit 75 PS. Ah, siehst du, ich habe gedacht, weil die Rückbank ist aus dem GT Spezial. Ja, aus dem alten GT. Genau, und vorne ist Color Concept Sitze Leder. Und ja. Deswegen bin ich davon aus, dass es ein GT gewesen wäre. Also es war ein C oder ist noch ein Golf CL ja. Als 1,6er. 75 PS. Cool. Bist du aus Cuxhaven, sehe ich gerade? Ja. Auch ein riesen Weg jetzt hierher gefahren, ne? Okay. Wie viele Kilometer sind das von Cuxhaven bis hierher? So knapp 300. Knapp 300.
Denkst du 75 PS? Was meinst du? Läuft gut? Läuft nicht gut? Läuft schon gut. Läuft gut? Wird er wohl haben, denke ich mal. Ja, ich würde sagen, dann messen wir einfach mal, ne? Ja. Ja, viel haben wir nicht erfahren über das Auto. Die Antworten waren dürftig. Also manchmal habe ich das Gefühl, es ist schon ein komisches Gefühl. Also für mich ist das ja völlig normal, Autos zu messen. Man merkt ja oft, wenn, was sagt man, wenn kein Gesprächsbedarf besteht. Ja, ist jemand auch nervös, darf man nicht vergessen. Ne? Aber warum denn? Ich bin doch nur eine kleine, dicke Wurst. Ja, okay, aber Kamera und dann komme ich und mache diesen hier, weißt du, was ich meine? Ja, stimmt, du hältst sie manchmal schon sehr nah ins Gesicht. Ja, aber manchmal geht das nicht wegen Ton, weißt du? Aber man weiß doch, wo man hinfährt und man weiß doch, dass da auch der Micha oder der Sven kommt und einem das Ding hier ins Gesicht hält. Ja, aber trotzdem. Komm, dann reden wir einfach mal ein bisschen off-topic. Was sagst du denn den Sternenhimmel? Das sind übrigens die Stecknadeln, wo wir mal reinstecken können bei uns in der Karte natürlich. Viel zu erzählen gibt es beim Golf 3 nicht. Also 1,6er, 75 PS. Schalthebel ist hier, der sagt mir GTI. Hab schon gesagt, hier übrigens ist auch wieder das Gestänge ausgeschlagen. Da vorne sitzt so eine Kugel bei der alten Stänge. Das wird wahrscheinlich ausgeschlagen sein. Kostet, glaube ich, der Reparatursatz nicht mal 20 Euro. Und kann jeder etwas bessere Laie das auch umbauen. Ich glaube, das wird es auch du schaffen. Oh, geil. Machen. Das Lichtchen an, das ist an und Vollgas. Mal so, kannst dich noch daran erinnern, wie dein Auto mal hochgedreht hat? Das erinnert so ein bisschen daran, ne? Ein bisschen. So, bei 6000 Drehungen steigen wir aus. 66 PS. Wie viel? 66. Waren wir deine stärkste, ne? Ja, war mal hin. Der hier soll ja 75 PS haben. Was sagst du? Unter 75. Wie viel unter 75? Ich sag 66. Nee, komm. Gib dir noch einen Ruck. Aber man merkt, das ist schon, also so eine Messdauer ist dann schon länger, ne? Bei einem Motor mit weniger Leistung. Ja, am besten wir fackeln nicht lang, sollen wir uns noch kurz noch unterhalten hier. Wir beide kennen uns ja super. Wollen wir mal gucken, wie viele Antworten wir gleich aus dem Herrn noch rausbekommen. Was meinst du? Ja. Also ich gehe hin, gebe ihm ganz entspannt das Diagramm, sag ihm die Leistung. Und dann schauen wir mal, was er uns noch erzählt zu dem Auto. 75 PS soll er haben. Micha, du hast ihm wie viel PS gegönnt? Gönnen tust du ihm auch alle, oder? Ja, aber 70 würde ich schätzen. Boah, okay. Auch mal eine stabile Serienleistung. Mhm. Da ist nichts in Argen. So dreht ein Motor hoch, der 75 PS hat. Was schätzt du, wie viel PS du hast? Bisschen über 75. Nee, leider knapp drunter. 74,4. Bist du damit zufrieden? Ja. Sieht ja gut. Wollte ich gerade sagen, Diagramm sieht gut aus. Ich kann nichts Negatives sagen. Also normale Leistung. Magst du noch was zu deinem Auto erzählen? Fährt. Ich krieg Diagramm und ich fahre dir runter. Komm gut nach Hause. Mach's gut. Danke. Ciao. Schön. Ciao. Tschüss. Nissan 300, ich glaube der heißt ZX, habe ich gar keine Ahnung von. Also ich hörte es, 6-Zylinder, ich hätte gedacht ein rein 6-Zylinder, aber ich habe gehört V6. Wir lassen uns am besten mal vom Besitzer alles erklären. Aussehen tut es schon mal wild. Voll geil. Ne? Voll geil. Ich mag Farbe Rot mit weißen Fellen, finde ich eh geil. Also Optik ist schon nicht schlecht. Ja, ich habe den 2018 als Scheunenfund gekauft. Der war seit 98 abgemeldet, hatte keinen Motor, kein Getriebe, kein Kabelbaum, gar nichts. Dann habe ich den 2019 wieder zugelassen, ein Jahr durchgekloppt. Ja, jetzt habe ich den halt so nach und nach umgebaut, wie mir das gefällt. Das ist bestimmt nicht jedermanns Style, weil die meisten mögen ja heute das Clean und das soll alles optisch ganz toll sein. Und ich mag halt den 90er Style, das Alte, das Wilde. Es ist jetzt alles erstmal nur Bolt-on, also es sind halt großer Ladeluftkühler, Downpipe, große Abgasanlage. Alles eigentlich für später, ist auch für das. Die Leistung im Moment viel zu groß. Aber ich habe noch einen zweiten Motor, den möchte ich mit Schmiede in der Hand aufbauen und auf richtig Leistung bringen, weil man immer mir gesagt hat, das kann nur maximal 700 PS, das kann nichts, das kann nichts. VG30 ist halt so ein bisschen so bei Nissan das ungewollte Kind. Das ist echt ein Katastrophenmotor, kannst ja gleich mal reingucken, da fällt dir halt nichts runter. Was hat der Motor als Serienleistung? 283 PS. Die Leute, oder man sagt, die können keine 700 PS. Ja, das ist so auf jeden Fall so ein bisschen die Schallmauer. Weil das Problem ist, dass der eine halb freiliegende Kurbelwelle hat. Der hat unten so eine Art Gürtel, so nennt sich das. Es ist ein Gussteil, was quasi die Lagergasse hält. Es gibt da aber aus Australien, aus den Staaten halt Chromo-Nachbauten, die unten das Ganze versteifen. Das habe ich mir jetzt schon besorgt.
dass der Kram halt unten drin bleibt. Und dann bin ich davon überzeugt, dass mehr geht, weil der Motor hat auf jeden Fall Potenzial. Das ist halt ein Rennsportmotor gewesen. Der wurde von Nissan damals für Le Mans und Co. entwickelt. Wie viel Hubraum hat der? 3 Liter. Ich merke schon, du hast dich mit der Materie aber volle Kanone beschäftigt. Ja, das Ding ist halt mein voller Antrieb. Ne? Das kommt mein Lebenselixier. Ich habe so das Gefühl, du hast gestern Abend einen Aufsatz studiert, den du gerade aus deinem Kopf runterratterst. Ja, ich ich finde zum Thema Optik nochmal, das ist mir ganz wichtig, jeder kommt hierher und sagt sich, dir muss das gefallen. Ganz wichtig, nicht denken, euch muss das gefallen, sondern demjenigen, der es fährt. Mein Auto, absolut. Ich finde es auch voll geil. Ich finde die weißen Felgen gut, ich finde die Felgen-Style gut. Serie haben die knapp 300 PS. Ja. Der ist jetzt schon anfrisiert, sag ich mal. Ja, so ein bisschen. Er hat halt größere Düsen und halt für Track-Einsätze halt ein anderes Steuergerät jetzt gerade drin, weil ich auch letztes Wochenende noch auf Trackday war. Das Ganze mit einem G-Ready Profac, also so ein digitaler Boost-Controller, der was? Halt die Möglichkeit hat, im Gegensatz zu einem Dampfrad, bei einem Dampfrad kann ich ja nur quasi die Sperre, wie lange das Wastegate zuhält, bestimmen und er kann halt wirklich regeln, sage ich mal. Ich habe einen Wunschlagedruck, ich habe einen Gainwert, ich kann halt drauf eingehen. Das haben wir aber auch alles nur mit Popometer erfahren. Ne? Also es ist jetzt wo steht der Ladedruck aktuell? 1,1 Bar. Und du hast Werkzeug in der Hand, nicht weil du davon ausgehst, dass das Ding gleich auseinanderfliegt. Das kann auch passieren, das weiß ich nicht, aber... Du hast hier einen Silencer drin. Ja, genau. Das ganze Teil ist dafür da, um die Geräusche zu dämpfen. Erster Lauf ist das Teil noch drin. Und wir schauen, ob das Leistung nimmt. Genau. Und ich kann dir aus Erfahrung sagen, bei meinen Autos, also beim Audi Coupé kann ich mich daran erinnern, habe ich die Dinger auch eingebaut. 500 Umdrehungen schlechteres Ansprechverhalten plus knappe 80 PS waren weg. Nur wegen dem Ding. Allerdings ein riesen Turbolader. Ja, wie gesagt, das sind jetzt halt original T25 Steinzeitlader, die können nichts. Ne? Also wir müssen jetzt einfach mal gucken, wo die Reise hingeht. Beim zweiten Lauf bauen wir das Ding aus. Und eigentlich müssten wir es jetzt so machen, Micha, komm mit. Erster Lauf bist du dabei, heute drehen wir alles um. Zweiter Lauf von außen, weil er ist definitiv lauter. Oh, da merkt man aber, da hat sich jemand sehr beschäftigt, ne? Ja, es war wie so ein Aufsatz studiert, ne? Erstmal höre ich Semislicks, was so laut ist. Und was ich auch höre, das machen wir gleich, muss eben abgleichen. So, wir sind ja jetzt so in der Warmlaufphase. Du bist ja beim ersten Lauf dabei. Jetzt stellen wir zum Beispiel gerade die Drehzahlen ein, fahren den Motor warm. Das bekommt ihr sonst alles gar nicht mit. Und hier sehe ich so ein paar Zusatzinstrumente. Wir haben hier Öldruck, wir haben hier Öltemperatur. Hier haben wir einen Boost-Controller, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Wenn wir jetzt mal Gas geben, müsste sich hier... Oh, er zeigt uns das so richtig mit der Kamera. Voll geil. Normale Temperaturanzeige ist außer Gefecht. Aber ansonsten ziemlich nützlich, ne? Wollen wir mal gucken, wo gleich die Boost hingeht. Wir brauchen ja noch ein bisschen Öltemperatur. So, jetzt sind wir gefühlt 4-5 Minuten gefahren. Jetzt haben wir eine Betriebstemperatur von knapp über 80 Grad Öl. Ja, jetzt können wir in die Messung gehen. Das heißt, wir bremsen ihn runter. Und mir sind gerade beim Warmfahren schon sofort ein paar Sachen aufgefallen. Das Zischen hast du auch gerade gehört. Müsst ihr mal hinhören und mal gucken, ob wir es auffangen können. So, wir gehen natürlich einmal wieder in unsere vierte Gangstufe. Und direkt Vollgas. Bei 7,5 kommt der Drehzahlbegrenzer. Und hinten, ich weiß nicht, ob man das hört, das Zisch des Todes. Das hört sich an, als ob ein Druckluftschlauch da hinten rumpustet, weil die Luft muss durch dieses kleine Endröhrchen durch. Und das kann sogar sein, dass das Leistung nimmt, weil er die Abgase nicht sauber wegbekommt. Ihr wart jetzt im ersten Lauf dabei, zweiten Lauf, jetzt hört ihr das Auto, volle Kanone, also jetzt gibt es Sound von außen. Das ist vielleicht ganz interessant. Guck mal, jetzt haben wir unseren Ladedruckverlauf auch gesehen. Ja. Und die Drehzahl, sehr, sehr interessant. Bin gespannt, was er gleich an Leistung hat. Jetzt wird der Silencer ausgebaut. Ich habe gerade schon, das hört sich an, als ob einer, also der will halt Luft durch dieses kleine Endrohr. Und dann fängt das an, wie so ein Düsenjet zu klingen, das ist das. Ja, das ist der Motor ist, glaube ich, nur ganz leicht ölfeucht, weil du hast bis zum Cut Tropfen, die verbrennt gerade. Was glaube ich, kommt vom, ich wollte gerade sagen, es kommt vom Getriebe. Ist ein bisschen undicht, ja, das ist Getriebe. Vorne ist nichts, hinten ist mehr. Weil das hatte ich schon öfter. Ich habe schon den Simmering einmal neu gemacht, aber irgendwie sind die Simmeringe von Nissan irgendwie alle nix. Das ist jetzt das Bauteil. Guck mal, wenn du jetzt da reinguckst, du guckst also quasi die Kuh in den Arsch gerade rein. Du könntest das sagen, du guckst das tiefe schwarze Loch. Und die Luft prallt ja jetzt hier vor, kommt nicht raus und muss durch diese kleine Öffnung. Das ist so, wie wenn du halt pupsen musst und du hast einen Korken im Hintern. Das will auch nicht so richtig. Also ist nicht befreiend. Jetzt ist er schön befreit. Ja,
Geräusch war auf jeden Fall weg, das Zischen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es ihm auch gut tut, wenn er frei abdrücken kann. Das ist die Leistungsmessung ohne Silencer. 399 Newton, 333 PS, coole Zahlen übrigens. Ui, guck mal hier. Das ist das, was ich sage. Krass, oder? Ja. Viele Leute denken sich, warum zum Teufel? Kann ich alles sehr genau erklären. Blaue Linie ist ja die stärkere und ihr seht von Anfang an mehr Leistung und deutlich mehr Drehmoment, weil der Turbolader einfach freier arbeiten kann. Er muss nicht gegen, also er hat keinen Staudruck und das zieht sich über das ganze Band hinaus. Hier ist aber noch kein großer Ladedruck, sag ich mal. Und ab 4.500 kommt Ladedruck und ihr seht, da steigt das nochmal um 20 Newtonmeter und um über 20 PS. Und das bei dem kleinen Pipi-Lader, sag ich mal, er ist ja serienmäßig. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, jetzt habt ihr da so einen Kavemsmann drauf, so wie ich auf dem Coupé gefahren bin. Der hat mal richtig viel Kohlsuppe gegessen und er muss mal richtig viel wegmachen. Und wenn ihr dann so einen Korken halt da hinten drin habt, dann geht die Kohlsuppe halt nicht weg. Also das ist so das Marco-Erklärweise gewesen. Aber der hat den Silencer nur drin, weil es nicht erlaubt ist sonst, ne? Nee, weil es sonst zu laut ist. Ja, also, ist nicht also das ist die Geräuschdämmung. Ja. Also sprich, auf einem Track, auf einer Rennstrecke muss das Ding raus, dass du ordentlich hier die Kohlköpfe rufen kannst. Klock, klock. Was denkst du denn? Ich weiß nicht, hast du was mitbekommen, ob der Silencer dir Leistung nimmt oder gibt? Ich habe die Kurve gerade schon gesehen, also ich denke, der nimmt mir Leistung. Ja. Ja, du hast einen Unterschied, also du hast ohne Silencer 333 PS, 400 Newtonmeter auf dem Kopf und mit Silencer 380 und 312 PS. Und wenn du jetzt hier nochmal die Vergleiche siehst, es ist im ganzen Bereich halt schon viel. Und wir sprechen hier, ich habe es gerade auch so gesagt, über den kleinen Pipi-Lader, das ist ja ein Serienturbo. Ja. Wenn du da jetzt rangehst mit einer richtigen Kanone und du ordentlich Kohlsuppe bist, weißt du auch, musst du auch öfter mal abdampfen. Ja, das ist klar. Ne? Also ich meine, im Endeffekt, ich habe mir jetzt auf dem Track auch immer schon rausgenommen, das ist halt eher nur via Gesetze, halt Straßenzulassung, genau, nicht zu laut und hast du nicht gesehen. Aber sehr interessant, dass man das mal zeigen konnte. Also fand ich bei deinem Auto jetzt sehr, sehr interessant. Ja, und Dank, bestätigt halt auch für mich immer wieder die Regel, wie es wirklich ist. Beim Turbomotor muss ich ausatmen können, beim Saugmotor bringen Ausfalllagen oft wenig oder eigentlich gar nichts. Oft so. Jetzt interessiert mich noch BF, wo ist das? Oh, Steinfurt. Wo ist das auf der Karte? Bei Münster. Wusste ich, dachte, das wäre weiter weg. Nee. Okay, also in der Nähe von Münster. Sehen wir ja, wo es da ist. Wie gesagt, mit dem roten Punkt, das ist echt zu aufwendig. Ne? Das hätte ich mir einfacher vorgestellt. Ja, danke dir fürs Kommen. Komm gut nach Hause. Dankeschön. Audi A6. Ich sehe eine Ladedruckanzeige. Bedeutet für mich, kommen nur zwei, also Benzinmotoren, das höre ich ja, zwei Motoren in Frage. 1,8er Turbo oder 2,7 Liter Biturbo mit 230 PS. Wir hören... Ein Vierzylinder, also ein 1,8er Turbo. Komplett Serie das Auto? Der hat einen Chip drin, aber das ist sonst alles Serie. Okay, also rein nur leistungsgesteigertes Chip-Tuning. Genau. Weißt du, ich habe eine Ladedruckanzeige gesehen, wie viel Ladedruck der fährt? 1,4 Bar beim Overboost vielleicht. Ui, also volle Kanone, alles was ja. geht. Nur noch 15 Chip habe ich im Internet gekauft, also der wurde nicht aufs Fahrzeug abgestimmt. Mhm. Der Tuner sagt 210 PS, was ich nicht glaube. Aber ich hoffe, wir gehen mal einfach trockene. Wie viel PS soll der abgestimmt worden sein? 210 soll das wohl bringen. Oh, da sind wieder die Diskussionen. Ja, ich glaube nicht, dass es so viel hat. Wenn er 180 hat, reicht es mir. Oder 190, so, das wäre... Das Thema Jan, 1,8T haben wir ja, ich weiß, dass das hier sehr stark kommentiert wird jetzt, das 1,8T-Thema, dass wir keine Ahnung haben, dass manchmal, dass das nicht ist, ein K03S, der kann auf jeden Fall, habe ich alles gesehen. Ich frage mich, warum haben bei unseren Audis gleicher Motor, ich weiß nicht, weißt du, tue ich deinen Kennbuchstabe? AEB-Motoren, wir haben beides AEB-Motoren. Ich frage mich, warum der Flo von der Lada-Manufaktur uns zwei Turbolader gemacht hat, die Leistung können. Und ich kann dir sagen, beide Autos fahren mit circa 1 Bar Ladedruck, also relativ zahm Ladedruck, und fahren so um die 225 PS rum. Und dann denke ich immer, wenn doch der K03-Lader, der hier Serie drauf ist, über 200 PS könnte, warum lassen wir uns einen Turbo? Das ist, was wir haben, ist ein K04-Upgrade. Ja. Aus Erfahrung. Also es ist meine Erfahrung, von denen ich spreche, dass diese Turbolader bei, ich glaube, 185 PS ausgequetscht sind. Vielleicht auch 190. Aber eine 2 vorne mit dem Lader geht nicht genauso. Das habe ich nachgefragt. Dieser K03S kann vielleicht 210
mit Hängen und Würgen, also wirklich mit Hängen und Würgen. Das sind die Sachen, die ich weiß, um diese Diskussionsstoff. Ich weiß, dass das hier immer sehr, sehr hart diskutiert wird. Also er hat natürlich einen normalen K03 drin, weil der wurde vor 30.000 neu gemacht und nämlich selber eingebaut. Achso. Also es ist ein ganz originaler K03, alle Serie. Also meine Vermutung sagt mir, wenn man den nachgeht und sagt, 0815 Software ist ja auch immer nicht ganz so richtig, weil du kannst Ladedruck, Zündkennfeld und ein paar andere Faktoren hier einstellen, aber du kannst das Rad nicht neu erfinden. Also du kannst ihm das Maximalste rausquetschen, was aus der Lader plus die Einspritzung hergibt. Und das messen wir jetzt und dann bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Oha. Hat die Leistung? Hat gute Leistung? Hat gute Leistung. Ehrlich? Vorzeigeobjekt erstmal wichtig ist, 0815 Software haben wir ja gerade gehört, also irgendwo aus dem Internet. Und ich muss wohl meine Sachen korrigieren, weil jetzt haben wir es live auf unserem Prüfstand. Und ich war bis jetzt immer skeptisch, habe mich aus diesen Diskussionen hier rausgehalten. Aber hier können wir schön zeigen, Turbolader ausquetschen, volle Kanone. Und ich habe es ja gerade noch gesagt, mein Lader fährt oder unsere Autos fahren bei 0,9 Bar ohne Overboost. Und jetzt gucken wir uns das mal zusammen an. Wichtig ist, wenn du gleich hier filmst, dass du Tacho und die Lade oder den Drehzahlmesser und die Ladedruckanzeige drauf bekommst. Vollgas. So, wenn wir jetzt sehen, wir haben jetzt einen Voll-Overboost von 1,3 Bar. Aber guck mal, was jetzt passiert. Wir bauen ab und haben gerade mal knapp 0,7 Bar oben raus. Und das ist mit Sicherheit nicht so gewollt, sondern das Wastegate vom Turbolader wird einfach zugemacht. Alles, was der Lader hat, gibt der raus. Alles Druck der Welt haut der raus. Und oben raus schafft er dann, haben wir ja gerade gesehen, den Ladedruck nicht mehr zu halten, sondern fällt deutlich ab. Weil einfach die Luftmasse, der Lader gibt diese Luftmasse nicht her. Und deswegen baut man ja zum Beispiel K04 umbauten, haben wir serienmäßig 225 PS oder auch, was weiß ich, mehr Leistung. Und deshalb muss man dann größer werden von Abgasgehäuse genauso wie Verdichter. Und in dem Falle ist der kleine Lader auf volles Rohr ausgequetscht, alles was er hergibt. Der wird vielleicht noch ein bisschen mehr Ladedruck unten rausgeben, aber er kann es halt nicht halten. Und das Ganze gucken wir uns jetzt mal im Diagramm an, weil da habe ich mich echt, also ich muss mich wohl korrigieren, dass es auch K03, in dem Fall haben wir nur einen ganz normalen K03 Lader gibt, nicht bei 180 PS schlussig, sondern bei, gucken wir uns jetzt an. Hier sieht man schön, hier wird volle Pulle bei 3000 Drehungen, wird volle Pulle Ladedruck reingedrückt. Hier war das maximale an Ladedruck und dann seht ihr, wie es Drehmoment abbaut. Und die Leistung aber auch nicht mehr kommen kann, weil der Lader halt einfach nicht mehr Luftmasse hergibt. Aber guckt euch das Ergebnis an. Das ist auf jeden Fall begeisternd. Wirklich begeisternd für einen originalen K03 Lader auf Serienmotor, nur Software. Perfekt. Kann man wirklich perfekt sagen. Ja, ich habe gerade so viel gemeckert über den K03 Lader. Du hast das Musterbeispiel an Auto, dass es doch geht. Also ich muss alles zurücknehmen. Alles, was ich kritisiert habe, ist perfekt. Du hast wirklich knapp 200 PS. Also 198,8, 316 Newtonmeter. Ich behaupte, mehr geht auch nicht. Saubere Kurve, sieht gut aus und du siehst oben rum, also du hast Ladedruck unten rum und oben rum fällt der deutlich ab, weil der Lader halt einfach nicht mehr schafft. Und deswegen fällt natürlich auch hier die Leistung und das Drehmoment wieder oben rum ab. Das ist das erste Mal, dass ich einen sauber laufenden 1.8T gesehen habe, mit dem kleinen Turbolader, der nicht so eine Wellenfahrt macht oder der einfach nur kurz und dann wieder abbaut, sondern wirklich Musterbeispiel an maximalster Leistung mit K03 Lader. Danke. Danke fürs Herkommen. Uiuiui. In Rot sieht er gar nicht so schlecht aus. Der sieht voll geil aus in Rot. Aber hier haben wir natürlich auch wieder das absolute Topmodell. 11er G-Modell, ich glaube, er nennt sich dann 39, bedeutet Turbo. In Rot, echt schickes Auto. Luftgekühltes Auto ist schon mal ganz wichtig. Und da haben wir natürlich auch einen Nachteil, wo ich mal gleich drauf eingehen möchte. Wir haben ja das Gebläse, da stellen wir jetzt da vorne hin, das ist ein luftgekühltes Auto. Aber der Wagen, der ist so konzipiert, Wind strömt über die Silhouette, über das Auto und fängt sich ja, also der Wind geht über das Auto und gleitet hier rein. Ihr seht die Luftschlitze und wenn wir jetzt hinten aufmachen, da haben wir den Ladeluftkühler. Mhm. Und das kriegen wir natürlich super schlecht jetzt hin, dass wir das simuliert bekommen mit dem Wind, sag ich mal. Das ist halt super, super schlecht gerade. Aber wir machen das Gebläse trotzdem davor, Klappe zu und dann können wir den auf jeden Fall messen. So Jungs, ihr steht schon beide hier. Was könnt ihr uns denn auch denn sagen?
Ja, kam aus Amerika, ist praktisch eine Komplettrestauration, kam als Rohkarosse, ne, ist von unserem Geschäftspartner das Fahrzeug. Haben wir leider nicht restauriert, wir restaurieren auch Porsche. Wir haben einmal die Firma Freshcars Lack- und Karosserie-Fachbetrieb, einmal die Firma Freshcars Motors GmbH, wie wir hier sehen. Da haben wir uns ein bisschen mehr auf Porsche spezialisiert. Ein paar interessante Projekte gerade, 68er SWB, 71er F-Modell. Ja, sehr gerne. Wir müssen ein bisschen was über das Auto wissen, das ist mir natürlich das Wichtigste. Also das ist mir auch ganz wichtig, hört nicht falsch verstehen, wir wollen hier keine Firmenwerbung machen, sondern wir machen ja hier über dieses Auto was. Was könnt ihr mir über dieses Auto sagen? Ja, dieses Auto kam in Einzelteilen halt aus den Staaten, wurde hier in Deutschland komplett wieder restauriert oder teilrestauriert. Motor ist komplett revidiert, hat jetzt 799 Kilometer exakt gelaufen und deswegen war das für uns jetzt mal interessant, einmal die Leistung mal zu wissen. Was geben die an bei dem Turbo? Angegeben ist 3,3 Liter ist das mit 286 PS. Uiui, schon damals, glaube ich, ein ordentlicher Dampfer war gewesen. Damals, ja. Ich habe gesehen, der hat noch Vierganggetriebe, ne? Das ist ein Vierganggetriebe drin. Was für ein Baujahr ist das? Das ist ein 79er. Und das Auto ist komplett zerlegt, es ist alles neu gekommen, also genau. Alles, was man machen kann, ist jegliche gemacht. Leitung, alles komplett, die Achsen vorne, hinten, eine Rohkarosse. Wo schätzt man den Wert des Preises ungefähr, oder wo liegt wohl so ein Auto? Also wir haben ein Wertgutachten für dieses Auto von einer Note 2. Marktwert 150.000 ist er jetzt eingestuft, aber wir denken, dass er auf jeden Fall irgendwo um 125, 130 liegt. Krass. Marktwert ab 100.000, die 39 Turbo. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, so 39 Turbo, die heißt, ist ja immer noch ein G-Modell. Mhm. Unter 100 gibt es gar nichts Großes, glaube ich. Ne? Ja, also, wenn halt wahrscheinlich Ruinen, die man dann reparieren kann. Ja, ja. Also, der kommt aber ursprünglich aus der Stadt. Ja, korrekt. War der vom Rost her sehr stark befallen? Es ging so, die Basis war recht gut eigentlich, ja. Waren natürlich auch teilweise Schweißarbeiten dran, aber... War er ursprünglich rot? Der war ursprünglich rot. Komplett original so. Innenausstattung ist Originalzustand auch, das ist das Einzige, warum man die Note 2 bekommen hat. Also wenn man da jetzt nochmal 5.000 Euro investiert, neue Innenausstattung, neuer Himmel, dann kann er vielleicht auch die Note 1 geben. Ich finde es super, also das Auto ist super schön. Ich sage ja, von der Silhouette her, einer der schönsten Autos, also ich finde vom Porsche her und der Turbo natürlich breit. So ein Auto, bin ich mir ziemlich sicher, haben wir noch nie auf dem Prüfstand gehabt, werden wir auch, glaube ich, nicht mehr so oft auf dem Prüfstand haben. Also deswegen finde ich es geil, so ein Auto hier mal zu sehen. 286 PS. Genau. Ich habe gesehen, ich glaube, da ist eine Cargetronic drin. Ich bin gespannt, was sie hergibt und wie sich das Ganze... Da bist du nicht anfühlt. So ein Fan von, glaube ich. Nein. Habe ich ja schon mal gehört. Ja. Viele sagen immer, ja, ich mache sie immer schlecht. Ich bin einfach kein Fan davon. Ich weiß, wenn man die komplett überholt, ist die selbsterklärend und sehr einfach. Mhm. Aber einfacher ist für mich eine Einspritzanlage mit, wo du ein programmierbares Steuergerät hast, wo du das die Einspritzmenge selbst bestimmen kannst. Kannst du die auch mit Steuerdruck, das kenne ich alles. Mhm. Aber wenn so ein Auto lange stammt, ist sie oft kaputt. Mhm. Ja, das stimmt. Und das ist halt so der Nachteil, wenn es lange steht, musst du halt auf jeden Fall das ganze Ding neu revidieren. Bei dem ist alles gemacht. Denkt ihr, der hat die Serienleistung? Wir hoffen. Wie fühlt er sich denn auf der Straße an? Fühlt sich das nach? Also untenrum geht wirklich gar nichts. Ab 3.500 ist wirklich der Bär los und erhebt sich vorne sehr, sehr stark. Also ist interessant für die Zeit. Also 1979 dann mit so viel Leistung war damals, glaube ich, das schnellste serienzugelassene Fahrzeug und auch das erste serienzugelassene Fahrzeug mit einem Turbolader. Also da war der 39 Turbo schon wirklich der Vorreiter. Ja. Ich bin gespannt, wie das Diagramm aussieht. Das gucken wir uns auch. Wirklich krasses Auto. Ich mache jetzt hier mal Licht an, dass wir hier ein bisschen Licht haben. Wir haben ja hier nur ein Vierganggetriebe und ich kenne das von den Vierganggetrieben, dass man die halt in der letzten Fahrstufe misst. Was ich natürlich vergessen habe, wir haben hier einen Porsche Turbo, der damals vielleicht nicht mit 140 km/h angegeben ist. Jetzt habe ich aber den Erstlauf im vierten gemacht. Ich habe extra gerade mal geguckt, was der Prüfstand freigegeben ist, zu welcher Geschwindigkeit. Oh, wir waren sehr, sehr schnell, ne? Ja, werden wir jetzt auch sein. Aber ich habe gesehen, motorleistungsmäßig baut der obenrum dann schon ein bisschen ab. Wir drehen ihn vielleicht nicht ganz so hoch wie beim ersten Lauf. Aber trotzdem machen wir es jetzt in der vierten Fahrstufe. Es wird schnell, kann ich euch sagen. Wir haben jetzt den vierten Gang drin bei 1000 Umdrehungen und geben Vollgas. Und guck mal, nix. Und gleich kommt der Turbo. Und zwar, jetzt kommt der Lader. Dann geht's auch, guck mal auf den Tacho, dann geht's hier auch mal auf vorwärts. Also wir werden mal laut Tacho 300 und
und es waren 283. Wir sitzen hier in einem 79er Porsche. Unfassbar. 300 km/h. Ich weiß natürlich nicht, was er schaffen würde auf der Straße, aber ich kann euch sagen, auf dem Tacho war er kurz vor 300. 1979. Ich glaube, du warst der Held vom Erdbeerfeld. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Krasses Auto, krasse Geschichte und wirklich geil, mal so ein Auto hier auf dem Prüfstand zu haben. Und hier wirklich alles schick. Das Einzige, was leider nicht geht, ist die Ladedruckanzeige, haben wir gerade gesehen. Die steht bei über 1. Normalerweise müsste sie bei 0 stehen. Was ich jetzt hier mache, warum ich immer ab und zu mal ein paar Gasstöße gebe, ist auch ganz einfach Öldruck. Guck mal, hier kann man es auch schön sehen. Öldruck im Leerlauf bei 1 Bar. Und wenn ich jetzt Gas gebe, haben wir immer ein bisschen Öldruck. Temperaturen sind hier aber alle in Ordnung. Das ist ja immer ganz wichtig, weil das Ganze, müsst ihr euch vorstellen, ist ja auch noch luftgekühlt. Ja. Also der hat keinen Wasserkreislauf. Luftgekühlter Porsche Turbo, der nur den Ladeluftkühler hat. Oberhaft ein geiles Auto. Also muss ich auch ganz ehrlich sagen. Und auch ein Erlebnis mit 300 hier über den Prüfstand zu jorgeln. Ne? Und jetzt gucken wir uns mal das Leistungsbild an. Der Jan sagte schon, ich habe länger festgehalten. 283 waren es sogar. Boah, Junge, ey. Das ist schon wild. Das ist wirklich. Ist das Rekord kmh-mäßig? Ja, wir könnten ja auch andere Autos viel schneller fahren. Mhm. Weil das Problem ist, wir fahren ja oft nicht so schnell. Ich hätte den wahrscheinlich auch im dritten Gang messen können. Wir haben jetzt aber den vierten Gang genommen. So, leistungsmäßig. Guck mal. Boah. Geil, ne? Mhm. Wenn wir jetzt aber am Rad gucken, da sieht man es schöner. Baute die Leistung hier schon wieder ab. Wheelpower haben wir 230 PS, die da ankommt, und 331 Newtonmeter. Aber was hier krass ist, guckt euch mal den Drehmomentverlauf an. An den Rädern kommen hier 140 PS, kommen 100, oder Drehmoment 140, und wir krabbeln hier bis 2500 Drehungen bei 60 PS am Rad. Und auf einmal kommt der Lader bei 2,5, und sein höchstes Drehmoment hat er bei 3,5. Also hier sehen wir, bei 3,5 ist der Lader voll im Spiel und hält auch bis hinten hin fest. Und die Leistung hält der auch durch. Und das Ergebnis kann sich echt sehen lassen. Ne? Ja, das ist unfassbar. Das, aber untenrum, tote Buchse. Ja, untenrum, ne? Ist echt... Also hier unter 2,5 brauchen wir auch nur rumcruisen. Du hast schön gesagt, untenrum ist da tote Hose. Ne? Aber auch wirklich tote Hose. Ja, ja, ja. Aber obenrum, 299 PS. Also knapp 300 PS, schlecht, 400 ja. Newtonmeter, und du siehst, wo der Lader im Ball ist, ist ja auch volle Party, und untenrum, das sieht echt lustig aus. Deswegen hat man früher gesagt, diese Autos sind gefährlich, wenn du eine Kurve Gas gegeben hast, der Lader kam nicht und dann kam der so schlagartig, hat sich natürlich aus der Kurve gedreht und stand in der Böschung. Mega geiles Auto, danke, dass ihr euch den Weg hierher gemacht habt. Sehr gerne, wir danken Auto. Euch. Danke. Sehen wir ja auch nicht alle Tage, und so ein Auto auf dem Prüfstand. Und was krasses, das muss ich auch nochmal sagen, 79er Baujahr ist das, ne? Korrekt. Vier Gänge nur, aber mit 300 konnte man über die Bahn laden. Ja, also wir waren gerade bei 283 km/h, auf dem Tacho bei der 300. Die haben wir voll gemacht, den Tacho. Geil, danke nochmal fürs Kommen. Sehr gerne, Dankeschön. Granada Kombi, geiles Auto, das freut mich schon. Ein Oldtimer, den man sehr, sehr selten sieht. Warum sieht man die sehr selten? Ich glaube, diese Autos wurden am meisten verholzt bei dieser Rap Quest Challenge oder generell auf Ackerrennen. Und das waren, sage ich euch, geile Autos, aber auch Riesenkombis, und deswegen wurden die gern benutzt für so TV-Events und sonstiges. Heute noch ein gutes Exemplar zu finden, sehr, sehr schwierig. Dein Granada ist das, erzähl mal ein bisschen was dazu. Ja, das ist meine Granny, die habe ich... letztes stopp, Jahr. Stopp. Meine Granny ist auch schon geil. Also deine. Sie ist halt ein bisschen älter als ich, ne? Ja, die habe ich mir letztes Jahr geholt. Ich wollte unbedingt einen Kombi als Oldtimer noch zusätzlich haben. Hab nach Volvo geschaut, und dann ist der bei eBay Kleinanzeigen unten aufgepoppt. Ja, dann bin ich hingefahren, angeguckt, mitgenommen. So oft gibt es die Granada-Kombis aber gar nicht mehr. Das ist echt Zufall, denn du sagst, du hast einer Volvo geguckt und hast den dann erwischt. Ja, so ist es. Ja. Das ist ja schon echt schon selten. Was für ein Motor steckt da drin? Ist ein 2,3 Liter V6, Köln V6. Mhm, also aber Vergasermotor. Vergasermotor, genau. Den gab es, glaube ich, auch schon mit Carjetronic, den 2,3er. Weiß ich aber auch nicht. Aber du hast einen Vergasermodell. Ich habe einen Vergaser. Ich dachte erst, die 2,8er gab es mit Einspritzung. Aber ich bin mir auch nicht sicher, aber vielleicht wisst ihr es besser. Also ich weiß, der 2,8er ist eine Carjetronic, das weiß ich. Mhm. Der ist, wenn, ein Vergasermodell, aber der Grundmotor ist aufgebaut wie der 2,8er. Mhm, das weiß genau. Ich gleich. Fünfgang Schaltgetriebe. Ja. Geil. Anhängerkupplung, super praktisch. Ist aber auch wirklich, nutzt du den auch täglich? Er wird mehr und mehr zum Daily, weil ich habe jetzt Technik erstmal schüssig gemacht, ja, Ventile eingestellt, Vergaser, ja, Ölwechsel etc., das Standardprogramm, Lichtmaschine. Ja, und jetzt ist er eigentlich ready, um den auch öfter zu fahren.
Geil. Bist du mit der Fahrleistung und sonst alles zufrieden? Also seitdem wir den Vergaser gemacht haben, läuft der unten rum auf jeden Fall richtig gut. Oben raus bin ich nicht so sicher. Er wird zäh oben rum, ne? Er wird sehr zäh. Ich habe innen liegt das Buch mit den Originalkurven. Vielleicht können wir da ja mal vergleichen. Das wäre cool. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in die Leistungsmesse und gucken mal, was er hat. Was sollte er haben? 112? Ich glaube, es ist ein 114er. 114 es gab 108 und 114. Wir messen. Okay. Geiler Schlitten. Ja, auf jeden Fall. Das wirklich, das siehst du leider gar nicht mehr. Hier haben wir ja ein Sondermodell, falsch ausgesprochen Gia, richtig ausgesprochen Gia. Hier steht's. Wofür steht Gia? Gia war die Luxusausstattung mit Holz. Und hier kann man sagen, hier ist Holz auch wirklich Holz. Das ist, fühl mal selber, aber hier auf der Seite. Ja, das, jo, das da ist wie so Holz. Da ist die Baumrinde einfach mal an der Türverkleidung dran. Hier zum Beispiel, das ist Furnier. Aber das ist mal richtig Holz hier. Gut ausgestattet. Ich weiß gar nicht, was für ein Bauer das ist, aber auf jeden Fall geile Zusatzinstrumente. Hier haben wir Öldruck. Ja. Tacho ist klar. Drehzahlmesser, Temperatur, Sprit. Batterie. Wie voll unsere Batterie ist. Hier haben wir, ich weiß nicht, ob der auf der Hinterachse Niveauregulierung hat. Eine Zusatzuhr. Servolenkung. Geiler, geiler Schlitten. Alle Fenster elektrisch. Ach krass. Schiebedach zum Kurbeln, aber abgebrochen. Ja, und Platz. Ich glaube, hier kannst du dem Bett und eine Matratze reinmachen. Und dann, let's go. Wir gehen jetzt in die vierte Gangstufe. Wir haben hier ein Fünfganggetriebe schon verbaut. 2,3 Liter V6 Vergaser. Guck mal, der Drehzahlmesser hat ja keinen roten Bereich, ne? Da kommen wir jetzt gleich dazu. Ich gebe jetzt mal bei 1200 Umdrehung Vollgas. Mal, verschluckt sie nicht und läuft sauber. Aber achte mal drauf, was zur höheren Drehzahl hin passiert. So, ab jetzt. Oh, gar nichts, ne? Genau, ich gehe jetzt auch aus dem Gas bei 5,5. So, und ich glaube nicht, dass das so gewollt ist. Ich denke, dass das Auto eigentlich ein bisschen höher dreht. Bis wohin wissen wir nicht. Auf jeden Fall nicht bis 7, aber ich sag mal so, er müsste eigentlich Leistung bis 6 ungefähr haben. 6,62. Problem ist aber, er will nicht. Und warum er nicht will, können wir gleich super am Diagramm zeigen. Ich habe da nämlich eine Vermutung, ohne die Haube aufzumachen, weil das kann man auf schnell auch nicht überprüfen. Das gucken wir uns jetzt am Diagramm an. Das ist echt mal ein Kombi, ne? Das ist echt ein Kombi. Riesenteil. So, 114 PS oder 100 PS plus steht hier auf dem Zettel. Guck mal, fällt dir was auf? Wir haben oben rum, also was heißt unten rum, sofort Drehmoment für den Vergasermotor. Das ist auch völlig korrekt. Und oben rum baut Drehmoment ab und die Leistung steigt nicht mehr stark an. Ich gehe davon aus, dass dieses Fahrzeug einen Zwei-Stufen-Vergaser hat. Also du hast eine erste Stufe, beim Opel GT hatten wir das, konnte man das schön sehen. Und jemand macht eine zweite Stufe auf, also eine zweite Drosselklappe. Ich weiß nicht genau, wie es bei dem ist. Und ich vermute, hier ist einfach die zweite Stufe nicht in Ordnung. Entweder wird sie unter Druck gesteuert oder sie wird über ein Gestänge gesteuert. Entweder ist eine Düse verstopft, irgendwas nicht in Ordnung. Auf jeden Fall behaupte ich, er macht die zweite Stufe nicht auf. Und das ist halt das Problem. Untenrum bis hier, sag ich mal, ist alles okay. Und oben raus fehlt uns dann Leistung, weil wir keinen Kraftstoff haben. Also das Auto kriegt einfach keinen Kraftstoff. Ist wie wenn er nicht Vollgas gibt. Und das ist das Problem, warum der Wagen keine Endleistung hat. Und es würde auch nichts bringen, wenn wir den noch höher drehen. Ich zeige euch jetzt mal die Radleistung. Da sieht man, wie bergab das geht. Wir kommen am Schluss. Bei 5,5 sind wir aus dem Gas. Dann haben wir noch gerade mal 40 PS an den Rädern. Das heißt, zweite Stufe reparieren. Dann sollte das Auto auch wahrscheinlich über 100 PS haben. Ja, wir hören gerade an Vergaser. Ich mache eine Fehldiagnose. Jetzt höre ich mir gerne mal vom Meister das Ganze an. Mach am besten mal einmal Haube auf, dann gucken wir mal drunter. Was vermutest du, woran es liegt? Ja, wenn, dann würde ich eher sagen, dass es vielleicht eine Zugverstellung liegt, dass er nach oben raus und weiter verstellt, dass da noch irgendwas verhakt ist oder so. So ein Verharzt. Voilà. So, der ist nur technisch gemacht. Hast du die Betätigung da? Also, der hat einen Zwei. So. Nee, der hat einen Doppel. Hast du einen Doppel. Du hast hier eine zwei Zahnscheiben. Ja, so ja. Wie beim Opel GT sehe ich das. Ja, langsam. Den gibt es in zwei Versionen: einmal als Register. Und das ist der EIT, den gibt es nur als Doppelvergaser mit zwei Zahnscheiben. Beide gehen symmetrisch auf.
und du hast rechts und links identische Bedüsung. Also von daher kann es an der Geschichte, dass ein Register ist, nicht liegen, weil es kein Register ist. Okay, also das heißt, am Kraftstoff liegt es nicht? Nein. Wir machen jetzt noch einen dritten Lauf, holen wir uns auf ein Lambda-Tool, weil das können wir ganz leicht checken. Ja, okay. Wenn es die Zündung ist, kann man ja auch die Zündung einstellen. Das sind natürlich alles Sachen. Lambda so sieht schon mal gut aus. Lambda 1. Wir wollen jetzt gleich mal gucken, bei Volllast sollten wir ja ein Lambda-Gemisch haben, so um die Lambda, ich sag mal einfach 90. So, und wenn er oben rum abmagert bei Drehzahl, ich sag euch gleich die Drehzahl, aber wir können ja nicht beides auf einmal filmen, das wird sehr schwer, aber das ist ein ganz interessantes Thema. Wenn ich jetzt Gas gebe, sehe ich, fettet der auch an. Also das funktioniert alles. Und Leerlauf echt sehr schön. Also das ist perfekt eingestellt. So, wir gehen jetzt wieder in die vierte Fahrstufe und dann wollen wir mal gucken, wo der Lambda-Wert hingeht. 1000 Umdrehungen, Vollgas. So, Gemisch ist jetzt zu mager, ist jetzt schon zu mager. Wir nähern uns 4,5, 5 und wir haben keinen Sprit. Wir haben einfach keinen Sprit. Also das ist das, was ich sagen kann, selbst wenn wir jetzt die Zündung vordrehen, werden wir keinen Sprit dazu bekommen. Das ist halt leider einfach die Wahrheit. Deswegen wollte ich es nochmal für mich überprüfen, wir haben es nochmal geguckt. Wenn wir jetzt ein bisschen Zeit hätten, würde ich ja gerne nochmal am Zündverteiler drehen, aber mein Gefühl, was ich ansage, ist eigentlich meist richtig. Ich mache natürlich auch nicht immer alles richtig. Wissen wir ja gerade, Fehlersuche zu deinem Auto. Aber in dem Fall haben wir hier keine Zündelektronik, die uns was wegnehmen kann jetzt, wo wir sagen können, das liegt daran, weil die Zündung nicht passt, deswegen packt der Lambda-Wert nicht. Das ist hier Quatsch, sondern in dem Fall läuft der wirklich zu mager. Und untenrum habt ihr gesehen, haben wir ein bisschen Sprit und umso höher wir drehen, umso magerer wurde er. Habt ihr ja gerade gesehen. Also liegt es am Vergaser. Definitiv. Okay. Aber die Kurve sieht auch identisch aus wie beim GT, wo kein Kraftstoff reinkommt. Die Bedüsung ist komplett original. Vielleicht ein Kanal verstopft, irgendwas. Nee, auf jeden Fall. Wir haben es jetzt, also wir haben uns ja die Mühe gemacht, mit dem Lambda-Tool das gemacht. Und hier ist es ja jetzt nicht so, dass die Zündung Sprit wegnimmt. Wir haben den Vergasermotor. Das Kraftstoff, also das Luft-Kraftstoff-Gemisch muss ja passen. Ja, aber wenn die Zündung zu spät steht, hast du ähnliche Effekte. Das ist nicht korrekt. Doch, das ist korrekt. Na gut, dann tut es mir leid, dann kann ich dir nicht helfen. Dann. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir über den Lambda-Wert reden und der bei 1,1 ist, ist das definitiv zu mager. Und unten raus, wo er ein bisschen Drehmoment hat, wo er noch Leistung hat, wo der Motor ja auch noch nicht so viel Kraftstoff braucht, bist du mal am Lambda-Wert von 0,93, glaube ich, war es irgendwas Anfang der 90. Auch schon knapp. Du brauchst mehr Sprit. Deswegen hat der untenrum auch keinen Drehmoment. Ich sage, wenn wir jetzt ein bisschen Zeit hätten, könnten wir jetzt hier eine Zündfall schlummern. Aber Lambda-Tool, ich sag mal so, das kann man ja kaufen. Lambda-Tool, einfach eine Runde fahren. Hab ich alles da. Aber wenn du das da hast, wäre es dir doch aufgefallen, dass er zu mager läuft. Du brauchst doch nicht jedes, wenn du einen Serienvergaser machst, wirst du jedes Auto mit Lambda-Tool. Nun, um Gottes Willen, das habe ich ja nicht gesagt, ja, aber ich habe ja jetzt nur den Fehler gehabt, warum man keine Leistung hat. Ja, alles gut, alles richtig, das ist ja nicht das Thema. Wir gucken jetzt mal das letzte Diagramm schnell an. Ja, und hier sieht man es wieder, es ist halt einfach oben, wenn wir jetzt Sprit hätten, würde es weiter hochgehen. Wir haben das halt am GT wirklich auch gehabt, das Problem, wie gesagt, 180 Newtonmeter soll er haben, wir nehmen jetzt den besten Lauf und gehen damit zum Sitzer. Problem. Wir haben jetzt dein Auto ziemlich weit ausgelotet. Wie gesagt, 162 Newtonmeter hat er, 180 soll haben laut deiner Beschreibung. 85 PS kommen hinten rum noch an und ich habe ihn nur bis 5,5 gedreht, ja, weil die höchste Leistung er bei 4,8 hat oder 4,7. Und ich bin mir ziemlich sicher, er müsste die Leistung eigentlich ein bisschen später haben. Aber wenn halt, wie gesagt, woran es jetzt letztendlich liegt, weiß ich nicht. Ich würde sagen, es liegt am Vergaser oder am Kraftstoff auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall hat er nicht 100 PS. Ja, habe ich. Aber da könnt ihr ja nochmal nacharbeiten. Genau. Das lässt sich ja relativ einfach machen. Das Geile ist, man kommt super schön an den Vergaser dran. Das ist perfekt. Ich danke dir auf jeden Fall fürs Kommen und viel Spaß noch mit dem Auto. Ja, danke auch. Viel passiert. Für mich war der Highlight heute der Porsche mit 300 über dem Prüfstand. So wird auch der Titel vom Video heißen. Mal schauen, was im nächsten Prüfstandsvideo passiert. Bis dahin. Ciao.